Harter Lockdown in Sachsen. Kretschmer sieht keine andere Chance, die Infektionszahlen einzudämmen. Ab Montag, den 14. Dezember 2020, alles zu. Schulen, Kindergärten und Läden, außer die Läden, die zum Leben wichtig sind. Das bedeutet, dass die Lebensmittelläden aufhaben, mehr nicht. Lockdown bis zum 10. Januar 2021, die Entscheidung soll am Freitag im Sächsischen Landtag beschlossen werden. Eine Entschädigung für die Wirtschaft wird diskutiert. Sachsen hat zurzeit die höchsten Infektionszahlen in ganz Deutschland. Daher sieht die Regierung aus SPD, CDU und Grünen keine andere Möglichkeit der Reaktion. Möglicherweise wird das nun dafür sorgen, dass bis Samstag nochmals alle Innenstädte in Sachsen überfüllt sein werden, weil natürlich viele jetzt noch nach einem Weihnachtsgeschenk suchen auf die Schnelle.